Social Media. Checken Chefs Profile. Und ich finde, das klingt wie eine Überschrift aus Hart aber fair. Heute bei Hart aber fair. Checken Chefs Profile. Der Umgang mit Social Media in Deutschland. Bei uns diskutieren. Nein, kurze Antwort ist, ja, das tun die wirklich. Und zwar spätestens dann, wenn ihr in der engeren Auswahl seid. Dann ist das heutzutage so kurz und so einfach, dass da kaum noch jemand widerstehen kann. Und deswegen würde ich euch auch empfehlen, benutzt mal euren eigenen Namen als Eingabe für die Google-Suche und checkt eure sogenannte Online-Reputation. So nennt man das nämlich. Also euer guter Ruf online. Dazu tippt ihr einfach mal euren Vor- und Nachnamen in die Google-Suche und auch in die Google-Bildersuche. Die findet nämlich auch inzwischen ganz spannende Dinge. Und vor allem wird gerne mal auf Facebook geguckt, weil dort ist man halt doch eher privat unterwegs. Und es ist vielleicht nicht immer einfach, den Überblick zu behalten, was von den vielen Sachen, die ich über die Jahre hinweg gepostet habe, ist eigentlich für wen sichtbar. Aber Facebook bietet dazu sogar eine extra Funktion und die kennen gar nicht viele. Und deswegen zeige ich euch die heute mal. Das hier ist zum Beispiel mein privates Facebook-Profil. Und da seht ihr hier diese drei Punkte. Wenn ihr auf die draufklickt, kommt ein neues Menü und in dem steht unter anderem Anzeigen aus der Sicht von. Und wenn ihr das wiederum anklickt, dann kommt als erstes automatisch eine Version, und das sieht man jetzt oben in der schwarzen Leiste, wie euer öffentliches Profil aussieht. Also was ist für Leute zu sehen, die euch nicht auf Facebook kennen, mit denen ihr nicht befreundet seid. Alles, was ihr jetzt noch seht, das sehen auch die Firmen. Und das mache ich ehrlich gesagt auch ganz oft mit meinen Bewerbern, mit meinen Kunden. Und tatsächlich erlebe ich immer wieder auch solche Momente, wo ich denke, oha, wenn das eine neue Firma sieht. Also gerade diesen Facebook-Check mit Anzeigen aus Sicht von solltet ihr unbedingt mal testen und dann notfalls vielleicht ein paar Einstellungen korrigieren.